Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Farm Manager 2021. Ja, wir sind dabei, wir müssen Konfitüren, also wir sind immer noch in der Kampagne, wir müssen jetzt Konfitüre herstellen, 950 Kilo Erdbeerkonfitüre, 900 Kilo Himbeerkonfitüre und 540 Kilo schwarze Johannisbeerkonfitüre. Gibt genug zu tun. Und ja, werden wir aber, denke ich, hinkriegen. Im Laufe der Zeit. Was haben wir da nicht genügend Ressourcen? Kuh? Ja. Da haben wir, glaube ich, Arbeiter. Da haben wir ja eine zweite Metzgerei gebaut für die ganzen Schafe. Dass wir da noch entsprechend mehr ach, ich sollte das auf höhere Geschwindigkeit stellen. So. Dass wir da noch entsprechend mehr produzieren. Oder auch produzieren. Weil es gibt halt Geld, ne? Hammelfleisch, Kuhmilch, schwarze Johannisbeeren behalten wir. Stachelbeermarmelade mussten wir keine machen, ne? Erdbeer, Himbeer, schwarze Johannisbeer, genau. Himbeeren behalten wir. Ziegenmilch können wir verkaufen, Erdbeerkonfitüre können wir verkaufen, Schafskäse können wir auch verkaufen. Davon würde ich mal 20.000 verkaufen. Davon verkaufen wir mal 3.000. So. Ja, das war ja übrigens tatsächlich einfach das Problem, dass hier das Lager voll war. Oder das Silo voll war, deswegen konnten wir da nichts mehr einlagern. Das hatte gar nichts mit der Reichweite zu tun, sondern wirklich einfach voll. Da sind wir jetzt aber erstmal gut ausgerüstet. Die laufen so schnell nicht mehr voll. Von dem her. Alles gut. Erdbeerkonfitüre 200, also 38% haben wir. Noch nicht die Welt, ne? Könnte mehr sein. Ja, die fahren auf die Felder. Bearbeiten die drei sind zu klein, oder die sechs sind zu klein. Da kann auch theoretisch überall manuell gearbeitet werden. Ihr seht das gerade. Da machen sie es. Wird manuell gespritzt. Und, was haben wir jetzt? Gewächshaus Erdbeeren, okay. Ach, die ernten schwarze Johannisbeeren, okay. Deswegen steht der Trecker hier. Ich habe gerade schon überlegt, was macht er da? Aber das steht für die Ernte da, dass er das abtransportieren kann. Das ist der Grund. Hä? Wo willst denn du hin? Okay, vielleicht ist es auch nicht der Grund. Ich dachte, das stand dort, damit sie den beladen, aber das tun sie nicht. Sie bringen es einfach weg. So, hier können wir gerade mal gucken. Irgendwas da ist, was wir renovieren können. Nicht, dass uns hier irgendwas kaputt geht unterwegs. Den können wir renovieren. Dann machen wir das. Momentan haben wir das Geld. Wir haben über 170.000.
in der Monatsmitte. Das ist eine sehr gute Zahl. So, alle löschen. 57% inzwischen, sehr schön. So muss das sein. Den können wir auch noch nicht renovieren. Den könnten wir, aber der ist gerade irgendwie Ränder reserviert. Deswegen können wir nicht. So, Erdbeeren behalten wir natürlich. Kuhmilch. Himbeeren behalten wir auch. Können wir da auch nochmal 10.000 von verkaufen, oder? So, verkaufen. Wunderbar. Ah, da sind sie auch kräftig am Spritzen. Dabei haben sie da doch eigentlich erst. Naja. Egal. Hauptsache, sie machen ihren Job. Und machen ihn gut. Jetzt sind wir hier, aber wir müssen das, wenn wir hier die 100 erreicht haben, müssen wir ja umstellen auf Erdbeer. Wie viele Leute habe ich eigentlich angestellt? 2. Vielleicht sollte ich da noch mehr zuweisen. Ja. Achso, es ist Sommer, genau. Claudia Schüller. Mal die Anneliese noch. Irgendwo noch Platz in den Häusern. Die sind alle voll, ne? Alle voll. Voll, voll, voll. Ah, hier machen sie gerade Erdbeerernte, okay. Ah, sie füllen es doch auf. Okay, dann ist gut. Dann ist gut. Dann bin ich beruhigt. Dann macht das sogar Sinn, dass der da rumsteht. Den da würde ich gerne noch reparieren. Aber das funktioniert nicht. So, können wir den jetzt reparieren? Jawohl. Machen wir das. Nutzen wir die Chance. Ich weiß als nie, welche Geräte schon wieder genutzt wurden. Sieht aber alles ganz gut aus. Gut. Ah, der macht schon wieder Heuernte, sehr gut. Haben wir mit Sicherheit eine ganze Menge, aber wir haben Platz. Platz ist gut. Da sind sie am Kohlernten. Sehr gut. So, wie weit sind wir hier? Ah, 98%, sehr schön. Haben wir bald die 100 voll und können dann umschwenken auf... Da haben wir es erfüllt, sehr gut. So, jetzt machen wir Himbeeren, ne? Himbeerkonfitüre. Irgendwas hat da geploppt. Ja, da brauchen wir jetzt natürlich Himbeeren. Aber die haben wir. Die sind nur nicht in der Fabrik. Die müssen da erstmal hintransportiert werden.
nichts reparieren. Gut. So ist das perfekt. So, das kann ich mal zumachen. Oh, Monatsanfang. Da geht natürlich mal wieder ordentlich Kohle raus. Ja, da haben wir auch bald die Ernte. Sehr gut. Da haben wir Himbeeren. Sehr schön, da können wir dann Himbeer mal Konfitüre produzieren. Ganz schönes Gewusel, ne? Wenn man sich das so anschaut. Auch wenn wir gerade nicht so viel managen können, wir können immer mal wieder Dinge verkaufen. Stachelbeere, Kohl, Erdbeeren. Ja. Die brauchen wir noch. Ziegenmilch, Himbeerkonfitüre, Erdbeerkonfitüre. Gras behalte ich mal. Das bringt eh nicht viel. Und solange wir Platz im Lager haben, behalte ich es, weil wir haben hier, die fressen alle Gras. Die Silo-Dinger da produzieren aus Gras. Und entsprechend ist der Verbrauch, wenn man den letzten Winter haben wir nachkaufen müssen. Das möchte ich eigentlich tunlichst vermeiden, dass wir das nochmal müssen. Deswegen lassen wir das lieber. Ah, schon 21%, sehr gut. Gut, dass wir die Himbeeren gelagert hatten. So sollte da eigentlich... Sind fast aufgebraucht. Haben wir denn noch welche im Lager? Nö, null. Null ist wenig. Habe ich. Ne, Himbeeren hatte ich aber nicht umgestellt. Gurken hatte ich umgestellt, ne? Auf Erdbeeren. Himbeere. Erdbeere, Himbeere. Achso, das sind beides Himbeeren, okay. 41 Tage, 2 Tage noch, sehr gut. Erdbeeren, Himbeeren auf 5 Tage, sehr gut, dann kommen da auch nochmal wieder welche. Müssen wir hier vielleicht mal was umstellen, das ist auch Erdbeere, Erdbeere. Ernte einbringen, ah ja, ist gerade dabei. Was haben wir hier? Schwarze Johannisbeere, Kohl und Gurke. Brauchen wir noch Gewächshäuser? Brauchen wir halt auch Leute für, ne? Das ist das Problem. Da haben wir Erdbeere, Erdbeere. Da sollten wir vielleicht auf Himbeere umstellen, oder? Brauchen wir noch einen zweiten Anhänger, sehe ich gerade. Kaufen wir noch einen Anhänger. Weil da wird jetzt dann eher mal länger blockiert. Scheitert es daran zumindest schon mal nicht. Früchte tragen.
6 Tage. Da bringen sie gerade die Ernte ein und dann will ich das danach umstellen auf Erdbeere, glaube ich. Sobald die hier abgeerntet haben. Oder schwarze Johannisbeere, ne? Was haben wir denn da? Stachelbeere, schwarze Johannisbeere. Himbeeren haben wir überhaupt kein Feld. Und Himbeeren brauchen wir gerade. Deswegen stelle ich das hier um, sobald der fertig geerntet hat. Ist doch fertig, oder? Ich würde sagen, ja. Kann ich gerade nicht ändern. Am wann kann ich denn? Ja, will ich. Himbeere. So. Das war Stachelbeere, genau. Das sind nämlich auch Erdbeeren und das sind auch Erdbeeren. Und wir brauchen mehr Himbeeren. Lager sagt Müll. Jetzt haben sie wieder 80 gekriegt. Also das ist nicht viel, da brauchen wir eindeutig mehr. Machen wir, sobald die Felder hier fertig sind, stellen wir die auch um. Den Kohl würde ich dann auch umstellen, auf schwarze Johannisbeere aber. Dass wir da entsprechend noch was zusammenkriegen. Oder wir machen noch mehr Gewächshäuser, weil jetzt bald kommt dann der Winter, ne? Hm. Stachelbeere. Kuhmilch. Die brauchen wir. So kriegen wir so viel Schafsmilch, weil der nicht hinterherkommt mit Arbeiten. Wobei ich würde wahrscheinlich später dann wieder auf Erdbeermarmelade umschwenken, deswegen lasse ich die auch auf Erdbeer. Da beschaffen wir uns eher nochmal Gewächshäuser. Machen da Himbeere und schwarze Johannisbeere rein. Bauen wir die hier hin. Ja, woanders kann ich fast nicht. Dann haben wir da jeweils noch eines mehr. Und schwarze Johannisbeere kriegen wir, wie gesagt, durch das Feld noch. Auch ganz okay. Früchte tragen. Mohn kann geerntet werden. Okay. Uns fehlen Maschinen. Ich sollte nochmal einen Anhänger kaufen. Anhänger. So. Ah, Mohn wird auch geerntet, sehr gut. Die Ernte kriegen wir auch rein, wunderbar. So, hier muss ich jetzt noch bestimmen, was das wird. Einmal Himbeeren, natürlich hier mit Dings und hier einmal schwarze Johannisbeere und natürlich auch mit dem da. Der
kann auch nicht wieder. Da auch noch nicht. Der nicht, der kann. Der nicht, der nicht, der kann. Der nicht, der auch nicht. Müssen wir so mal ein bisschen durchgehen immer. Weil die Maschinen natürlich entsprechend verschleißen. Oder ist gerade schon wieder reserviert. Oh, es war wieder Monatsanfang. War schon wieder Monatsanfang. Ja, hier wird noch kultiviert. Aber es sind sie auch bald durch. Zwölf Tage noch, das sollte auf jeden Fall funktionieren. Fünf Tage, das sowieso. Da wird, wie gesagt, noch geerntet. 28 Tage, 22 Tage Früchte tragen, okay. Fehlt aber an Leuten. Wir haben vier Schlepper und alle sind unterwegs. Ja, die haben ganz ordentlich zu tun. Aber dafür gucken wir ja, dass wir die immer auf einem guten technischen Stand halten, sofern das geht. So, wie Sie sehen, ist die Zeit auch schon wieder um. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.